Hallo und herzlich willkommen bei Phasmophobia mit den drei Leuten, mit denen ich auch DZ spiele. Habe ich mich Hallo. bereit erklärt heute hier mit dem Türk von Scrubs und mit Miranda von Mass Effect und mit, was ist das? Was ist das? Mit irgendwas Das anderem ist noch. Shane Cooper. Sheldon. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, Sheldon. Ah. Guck ich aus wie Sheldon. Okay, Leute. Wir gehen heute. Wo gehen wir hin? In die Schule? Oh ja. Aber fortgeschritten, oder? Was? Oh ja, okay. Wir lassen sie mal richtig krachen Okay, jetzt. wir lassen es nicht krachen. Okay, Nein. Schule. Steht das Schule. da? Schule? Steht das Schule da? Ich finde das gerade Steht nicht. Ah, vorne ja. stehen. Ja. Okay. Highschool, ne? Ist das? Fortgeschritten, ja, heißt Brownstone High School. Yeah. Also Es die wirkt gerade so, als hätten wir das Spiel noch nie gespielt. Bra Braune Stein Hochschule oder so. Diese Schule wurde nur durch hohe Steine eine High School. Richtig. In-game-Chat? Die waren nebenbei auch noch braun. Ja. Da, In-game? ja, ich Ja? will bloß die Geschichte mal zum Okay. Leute Oh, erklären. komm in die Gänge. Ja, ich versuch's schon. Ich will noch mal aus. Gott. Pass auf, Leute. Die Standardgeisterjagd-Erfahrung ist das auch fortgeschritten. Hat durchschnittliche Einrichtungszeit, glaube 2 Minuten, oder? Durchschnittliche Jagdpause, eigentlich gar nicht. Ja. Durchschnittliche Jagddauer immer. Immer. Pillen zur Wiederherstellung der geistigen Keine. Gesundheit haben wir. Habt ihr welche eingepackt? Haben wir Pillen? Ja, haben wir 4 von 4. Ein Sicherungskasten Bier. Haben wir? Ja, Sicherungskasten startet ausgeschaltet. Nice. Weniger Orte zu verstecken. Wiedererlangung eines Teils des verlorenen Ausrüstungswertes. Wert, wenn du stirbst. Das wissen wir. Das wissen wir. Versicherung. Die Versicherung, genau. Ich würde Oh. sagen, wir fangen an und gehen in den In-Game-Chat, oder? Okay. Okay, nice. Oh. Microphone Muted. sound muted. So Leute, und damit auch bei mir hier herzlich willkommen bei Absturz zockt Phasmophobia. Mal wieder seit langem. Mal auch zu sehen bei Big Quantum. Und ich freue mich eigentlich tierisch. Also Brownston High School hatten wir jetzt lange nicht gehabt. Wir hatten jetzt eigentlich immer so ein Best-of-Zusammenschnitte von Phasmophobia, so Folgen, wo wir so ein bisschen was gezeigt haben, so ein verbrennendes Ouija-Board oder die Voodoo-Puppe mit den Nadeln, ne? Nadel entfernt, zack, Big tot. War ganz cool. Jetzt mal schauen, jetzt haben wir ein paar Monate, glaube ich. Ich glaube, einen Monat, anderthalb Monate haben wir jetzt keine Folge aufgenommen, wir haben das Spiel gar nicht gespielt. Und jetzt geht's direkt wieder los. Und direkt in der Highschool. Und da sind sie ja, die Hühnererschrecker. So, erstmal schauen, wie das alles funktioniert hat. Ich nehme ein Thermometer mit. Oh, alle da. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, soll ich mal vorlesen? Ist eh klar, ich packe mir ein Thermometer ein und krieg dann wieder keins. Okay. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen, und erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25. Ich habe für Sie weitere Untersuchungen durchgeführt. So wäre der Name des Geistes Gloria Alexander. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Also aufteilen. Okay, super. 2,5 Minuten haben wir. Gut. Lass mal's krachen, nehmen ein paar Kameras mit und hier das Stats, oder? Okay, let's go. Ich habe erstmal Könnte die ja Geisterbox dafür und mein Thermometer. Thermometer rauslegen. Ja, ich habe Geisterbox und Thermometer habe ich mit. Sieht man schon was? Nein. Ich nehme jetzt nicht viel mit, um euch zu dissen, weil ihr mich beraubt. Okay. So, Babs mit am Start hier. Knalli mit am Start. Babs, bist du fit? Babs, bist du da? So leise die Babs, oder? Ist auf 100%. Babs, drückst du V? Ja, ich habe V gedrückt. Okay, du bist bei mir ganz leise, wenn du V drückst.
Jetzt drücke ich V. Jetzt ist es super, gut. So, dann passt das doch auch. So, Thermometer. Wir haben jetzt 2,5 Minuten. Ja. Okay, hier ist der Knall. Vielleicht gleich mal den Sicherungskasten suchen. Hier liegt schon Zeug unten rum. Ein Basketball. Muss jetzt auch schauen hier auf die Temperaturen, ne? 11 Grad, lange nicht gespielt, Leute. So, hier ist der Babs. Hallo. Alles ist junges Haus. Ernsthaft. Wo ist denn der hier? War der nicht immer unter irgendeiner Treppe? Ich glaube unsere Treppe oder im 8. Stock. Oh, 8,9 Grad. Ich geh mal drüben gucken. Hier waren doch gerade 8 Grad. Von dort komme ich, dort ist er nicht. Nanu? Jetzt haben wir wieder 14 Grad, 12 Grad. 15 Grad, 14 Grad. Hausmeister hat seinen Eimer stehen gelassen. Okay, wir befinden uns jetzt hier im Basketballsaal, also mit der Sporthalle. Der Brownstone High School. Oh, ich hab die Mensa gefunden. Haben die noch Essen? Ja, der Koch hat irgendwas falsch gemacht. Okay, klingt ja nicht gesund. Oh je, oh je, oh je. Leute, Leute, Leute. 10 Grad. Aufgeteilt. Ich bin oben. Leute, ich habe hier einen Raum mit unter 10 Grad. Ich habe 7,3. Das ist auch gut. Licht geht noch nicht. Bist du hier? Wo bist du? Bist du da? Okay, dann kannst der Raum ja schon mal gar nicht. Doch 7,0. Ja, unten. Schauen wir mal weiter hinter. Ist 8 Grad. Ich bin im Westflügel. Noch 8 Grad. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Okay, noch nichts. Na, geh auf. 7,7. Also ich finde keinen Sicherungskasten. 11,9, der kann auch im Flur sein. Der kann überall sein, das ist fortgeschritten. Haben Sie die Taschenlampe wieder dunkel gemacht oder was? Hab ich auch so das Gefühl, also die ist überhaupt nicht stark, ich sehe gar nichts. Gott sei Dank, danke, ich dachte nicht. Babs, ich bin in der Turnhalle. Bist du noch hier? Nein. Vielleicht haben wir die falschen Lampen mitgenommen. Ja, ob. Ich habe einen Globus gefunden. Ah, oh, geil. Bestätige habe auch einen gefunden. Herr Quantum? Nice. Habt ihr eigentlich Geometrie nach der Schule? Generator werden auf der Karte. Habt ihr eigentlich nach der Schule nochmal Geometrie gebraucht? Leute, zu Hause? Also an die, die sich das Video jetzt anschauen, habt ihr nach der Schule nochmal Geometrie gebraucht? Bist du hier? Ich geh jetzt mal nach einer anderen Lampe gucken, weil die da. Wo bist du? Lampe ist wirklich. Hast du was gewonnen? Guck mal hier in dem Raum. Guck ich gleich mal, wo der Generator ist. 7,6. Ist auch niedrig, ne? Ich weiß nicht, wo du warst vorhin. Na, manchmal ist das punktuell, ne? Hm, das ist ja das Schlimme, gerade bei Fortgeschritten. Der kann ja überall sein. Ja, da ist manchmal sind die. Okay, Babsi hat Bewegungen. Das ist ja gruselig. Wo bist du? Ich?
Okay, bekommt man deine Direction? Ich hab auch nicht gerade. Ich hab hier immer so 10 Grad. Ich hab meistens mit unter 7 Grad hier im Gang. Ja, ich sitze auch also 8 Grad Generator hier. Der Generator ist in der... Moment. Danke. Da oben ist so Basketball, der bewegt sich ganz langsam. Der ist in der zweiten, also in der ersten Etage. Hinter der linken Treppe, also im linken Flügel. Hinter der Treppe in einem Raum. Ganz schön sehen in Sorgenburg, ne? Wer ist denn grün? Moment, das bist du, Knalli. Ja, geh raus auf den Gang. Rob ist nicht grün. Du gehst falsch, Rob, das ist rechts. Du musst in den linken Flügel. Okay, ich bin eigentlich links rumgegangen, aber ist okay, ja, Quantum, ist okay. Da wollte ich nur, wo bist du da lang? Den Gang gerade hinter jetzt. Hier ist kein Sicherungskasten. Da wo es nicht glatt ist, kannst du rennen. Im Schulhaus wird nicht gerannt. Die Schule ist aus. Und wo hinter? Weiter hinter, ganz hinter. Nach der Treppe rechts. Babs, hast du schon was? Ja, noch ein bisschen. Nö, gar nicht. Noch ein bisschen. Noch. Jetzt rechts in den Raum. War er nicht eigentlich immer hier bei den Toiletten? Sicher mal. Okay, dann können wir mal das Licht anmachen. Ist so dunkel hier. So, ja, so ist besser. Auf jeden Fall ist besser. Ich hatte ein Knarzen hier oben. Wie war da überall? Oh Leute, ist das gruselig. Ich verlaufe mich gerade total. Ja, so ziemlich warm. Papi? Ich hab gar nichts, kein Signal, gar nichts. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin, weil das so dunkel ist. Hier läuft auch kein Wasser und nichts, oder? Negativ. Was brauchen wir für Beweise? Schau ins Journal. Kruzifixwort, glaube ich, dabei. Hab eine Tür gehört, hier hinten. Tür, ja. Ich auch. Was ist denn du? Obergeschoss. Kommt mal zu mir, erster Stock. Wo genau, erster Stock? Keine Ahnung, lauf mal den ersten Stock ab, ich stehe im Gang, da leuchten ein paar Deckenlampen. Ah, ich seh's. Ich kann hier hören. Okay, wir haben Geräusche, Leute. Wir haben Geräusche. Schauen wir mal. Nee, bist du falsch. Das ist die geilste Angabe. Was für ein Sicherungskasten ist. Eieieiei, diese Richtungsangaben. Ich bin jetzt an der Treppe. Hier ist die Treppe, ne? Ja. Ja. Ja, seh dich. Kommt mal mit. So, dann gehen wir Knalli mal hinterher, Freunde. Da drüben kommen wir jetzt in den Parallelgang, oder? Ja, ich höre hier was, ja. Bist du hier? Ich hab was.
Wo bist du? Babs, wo bist du? Signal. Ja. Okay, das Parabolmikrofon. Die Richtung. Macht komische Geräusche irgendwie. Ja, ne? So komisches Knurren. Ja, wie so Badewannenstöpsel. Ja, genau. So ein Glucker und so ein Knurren. Nimm mal die Geisterbox. Jetzt wieder was. Bist du hier? Nein, richtig. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Signal ist wieder weg. Oh, ist das schlimm. Hier war Sicherungskasten in dem Raum. Vor allem die Jagdzeit, ne? Die wird jetzt gleich anfangen, uns alle jetzt wird's da zu. Die haben Klo? Die ist rechts von uns. Wir haben gerade einen durchschnittlichen Geisteszustand von 25 erreicht. Oh, ist top. Hier, oder? Dass unsere Sanity komplett im Arsch ist. Das ist richtig. Wo kommt das? Klingt wie das Vieh aus The Grudge oder so. Ja, ne? Aber ich glaube, die ist unten. Weil hier ja, oben das kommt von, ja, das kommt von unten. Wir gehen mal unten schauen, oder? Ich hab keinen Bock da drunter. Wir müssen. Wir müssen. Oje, 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 Leute. Ah, vielleicht bin ich tot. Dankeschön übrigens, dass ihr bisher zugeschaut habt. Es gibt keinen Kameramann. Der ist tot. Danke, mach ruhig weiter. Entschuldigung. Habt ihr Tür gehört? Ich auch. Oh je. Eieieiei. Laufen wir Sturm Big Quantum hinterher, ne? Das ist echt scheiß geworden. Oh oh. Ja, sehr, sehr stark. Katze, die ist hier drinnen. Nee, komm, kommt mal hierher, die ist hier. Ich würde sagen, wir gehen erstmal alle Pillen fressen. Babsi ist tot. Babsi stirbt gerade. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck, ey. Die kam aber dann schnell, weil wir oben schon so lange rumgelaufen ja, sind. Ja, richtig. Kommen wir von hier überhaupt zum Van? Na klar, das ach ja, steht doch hier. Ja, stimmt. Hey, Knalli. Alter, war die schnell. Alter, guck unsere Sanity an. Ich hab bloß noch 0%. Ich Alter. Hab bloß noch 0%. So 33, 37, mehr wird's nicht. Aber 5 hatte ich, glaube ich, keinen Ausschlag. Shit. Und okay. Ich glaube, das können wir uns sparen. Die war gut sichtbar. Mhm. Hat wo war die Gefriertemperaturen? Nee, hatte ich nicht. Ich kam ja nicht nah genug ran. Das ist es ja. So, die war unten. Das ist oben hier.
ist, glaube ich, unten. Die scheint nur auf Personen zu antworten, die allein sind. Die hat aber deswegen die Babsi gehört, wo wir alle zusammen waren. Deswegen Geisterbox wahrscheinlich nicht. Richtig, aber die hat ja die Babsi geholt, wo wir alle zusammen waren. Wir waren schon entfernt und außerdem war das auf dem Flur. Das ist mir aber ganz nett, dass sie schon auf dem Flur jetzt jagen. Ja, aber wir sollten was tun. Die wird bloß böse, wenn wir so lange draußen sind. Ja, richtig. So, na gut. Gehen wir mal. Was machen wir denn? Buch mitnehmen? Ich nehme das Thermometer und die Geisterbox nochmal mit. Ich glaube, wenn die schon gekillt hat, ist das mit der Geisterbox sowieso hinfällig. Ja. Wenn die böse sind, dann antworten die nicht mehr. Ich glaube, so war es jetzt. Ich nehme das Buch mit. Ich habe ein Buch mitgenommen. Was habe ich denn noch? Haben wir, Schwarzlicht? Haben wir gar kein Kruzifix mit? Nein. Ah, Mist. Okay. Ich nehme mal eine Videokamera mit. Habe ich schon eine. Okay, super. Wegen Obstsuchen und so, ne? Habt ihr einen Dots mit oder so? Nee. Obwohl ich das auch Platz nicht mehr braucht, aber wir können ja mal schauen. Schauen wir mal. Na los. Die Babsi rächen. Oder haken. Oder es daneben legen. Wahrscheinlich, ja. Ey, die Taschenlampen sind wirklich dunkler, oder? Ja, vielleicht ist das auch auf jeden Fall in der Schule so. So, na gut. Hat jemand einen Fotoapparat mit, um die Babsi zu fotografieren? Okay, Leute. Ja, auf. Was jetzt? Ich krieg die Jule auf. Geht nicht. Ernsthaft? Ja. Die jagt mir etwas schon, oder? Warte mal, wir gehen mal zum Vordereingang. Na super. Da ist er. Die hat mich gleich. Die hat mich gleich. Oder auch nicht. Oh fuck, habt ihr sie gesehen, Leute? Jetzt geht auch die Tür wieder. Leute? Ja, da, wir sind drin. Okay. Suchen wir mal nach Orbs. Die ist schon wieder hier. Die ist schon wieder da. Oh Mann. Ich höre dich schon wieder. So schlimm, ey. Zu uns, die ist genau bei Babsis Leiche. Genau dort, wo der Babsi liegt, da hinten ist er. Jetzt jagt sie mich. Oh, ich film das bis zum Umfallen. Da kommt sie, jawohl. Hol mich! Und da bin ich tot. Ah, so ein Mist. So ein Mist. Babsi? Das gibt's ja gar nicht. Aber haben wir überhaupt schon einen Beweis? Babsi? Die jagt ja, die killt ja wie eine Bekloppte. Babsi? Hier ist Babsi. Babsi? Das wird sie nix. Das ist der Haupteingang gewesen? Nee, es war Nebeneingang, ne? Boah, ist ja noch bald noch gruseliger hier als Geist rumzulaufen. So. Babsi?
Ich bin hinten rum jetzt. Das ist der Hinterausgang. Na gut. Hab ich als Geist unbegrenzte Ausdauer? Das ist ja cool. So, und keine Tür. Babsi! Babsilein! Babsi, Babsi! Babs! Nee, das ist auch nichts Richtiges, das ist die Turnhalle. Oh, ich mich jetzt wirklich verlaufen, das ist aber auch neblig, ne? Und das war jetzt der Ausgang, genau. Alter, okay. Da hinten bin ich gestorben, das war ja, aber da kommt man ja zum Van, wo ich liege. Stimmt, muss ich nur mal schauen. Gucken, ob die Babs hier irgendwo ist. So, hier liegt mein Kadaver. So, und dann eigentlich hier nur so links rum und dann zum Van. Hier irgendwo. Nee. Meine Sanity ist im Keller. Du bist auch schon fast im Keller. Ja, die Schule hat keinen Keller, das ist schon mal gut. Hallo! Opa haben wir auch keinen. Bin gestorben. Vielleicht ein neuer Geist, der noch nicht erfasst wurde. Ja. Das ist scheiße mit der Schule. Wir machen das nicht mehr. Das war echt krass. Phantom Geist, Banshee. Vor allem, die kam ja direkt auf mich zugelaufen. Ich konnte ja nirgendwo hin. Schädel, Junge. Ja. Mimik, Obake, Raiu, Zwillinge, Unruhe, Milling. Milling kenne ich gar nicht. Komm, wir gehen nochmal rein, Scheiß drauf. Ich denke mal, Dots, Orb und Geisterbuch. Ach, gibt's gar nicht, okay. Dots, Orb und Fingerabdruck ist ein Banshee. So. Ich nehme einfach mal den Banshee, Babsi. Das sind so drei Sachen, die wir überhaupt nicht untersucht haben. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt irgendwas. Okay. Ich gehe den mal hinterher hier, den Zweien. Gucken, was die jetzt machen. So, wo sind sie denn? Wir haben sowas fotografiert. Aha, hier steht der Dotz. Da sind sie. Ich glaube, die jagt im ganzen Gebäude jetzt hier. Und das war's. Die ist schon da. Die ist schon da. Die holt euch schon. Genauso ging's mir. Genauso ging's mir. Und von wo kommt sie? Kommt die doch von oben? Kommt die doch von oben? Scheiße. Von hier oben? Es klingt so, ne? Es klingt, als wäre sie oben. Jetzt wieder nicht. Ein komischer Geist. Wo sind die zwei Bäden? Ist der nächste tot? Wo haben die sich versteckt? Taschenlampen ausgemacht. Die Lümmel. Hier war ein Foto gerade. Hier habe ich es gehört. Nein? Hier höre ich sie doch wieder. Da. Die machen Fotos vom Geist. Und hier ist jemand tot. Nein. Wo? Oh, ich hab die Action verpasst. Nein, es gibt's ja gar nicht. Mist. Hallo? Hallo, ist wer gestorben? Gucken wir mal, Ben.
Da ist jemand gestorben, Babs. Der Knalli. Nee, der Big ist tot. Der Big ist tot. Oh. Er hat gleich wieder gejagt. Ich hab mir die Tür gehört. Ich hab jetzt einen Banshee genommen, weil die schwächt ihre Opfer und greift dann an. Genau, also ich hab auch einen Banshee ausgewählt. Und zwar aufgrund der drei Tatsachen, wo wir keine Beweise sammeln konnten. Jetzt, oh, jetzt kommt der Knalli. Voll gestresst. Jetzt kommt der Knalli. Hallo. Hi, Leute. Hi. Ich bin jetzt auch da. Geil. Hallo. Hast du es auch geschafft? Wir machen bitte keine Schule mehr. Nein, ich will nicht mehr. Oh, der arme Knalli. Ja, Alter, die zieht die Sanity weg wie Apfelsaft. Ja, ich mir einen Benji genommen. Wir haben jetzt Benji genommen. Meinst du? Das sind drei Sachen, die wir nicht untersuchen konnten. Ja, weil die schwächt ihre Opfer und greift die dann an. No? Was anderes nehme ich jetzt nicht. Ich habe jetzt irgendwas gewählt. Und ja. Benji, ja, war ziemlich einleuchtend. Richtig, Babsi. Ich meine, im Endeffekt ist es ein Oreo. Ja, Oreo ist ganz nice, ja. Na, sag ich doch. Knalli untersucht. Ja, hab ich das Foto noch bekommen von der? Weiß nicht, warte mal. Gucken wir mal. Fotos. Toter Körper. Nein. Nee, schade. Ist ja total verpixelt, ne? Das eine Bild dann. Was denn? Hat er jetzt Kinderlähmung oder so? Der guckt jetzt am Monitor. Konntest du noch ein Buch hinlegen? Der hat eins in den Flur gelegt, wo der Dotz steht. Okay. Gehen wir mal schauen, das wissen wir ja ungefähr. So. Ist nur gut, dass wir die Versicherung haben. Ich glaube, der lässt uns im Stich, der wird klar abhauen. Denke ich auch. Hier ist der Dotz. Aber du kannst jetzt als Geist unendlich rennen, ja? Das habe ich gemerkt. Also kein Geisterbuch, oder? Nee, da ist nichts drin. Das reingeritzte X. Ist es immer da? Ich weiß es nicht. Siehst du das? Ja, ja. Ist das ein Beweis fürs Geisterbuch? Wer weiß? Halt. Da flitze ich immer raus, hier liegt mein Kadaver. Ein reingeritztes X. Am Baum rechts. Oh, ich dachte, er ist schon losgefahren. Hallo. Du Babs? Ja. Ein Geisterbuch ist ein X, aber das ist nicht mit einem Kugelschreiber geschrieben. Das ist eher so. Kennst du das, wenn ein Kugelschreiber keine Farbe mehr hat? Ich hab total keine Ahnung. So hat das was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Bleib mal bei Benji. Lässt du den Ball hier? Wird nichts mitgenommen von der Baustelle. Ist doch scheißegal. Komm, Knalli, fahr. Warten nur, wie lange will denn der jetzt dort stehen? Weiß ich nicht. Knalli, komm, fahr. Fahr los. Tja. Oh, gut gefangen, Big. Gut gefangen. Ja, ich bin. Mit einer Hand, Alter, schnapp. Und schnipp, du bist dran. Alter, was macht denn der? Hey, das ist doch scheiße. Knalli. Knalli, du wirst nichts sehen. Oh, ich hab aber Dots. Ist die Kamera auf den Dots gerichtet? Big? Ich glaube schon. Ah, scheiße, dann haut Benji schon mal nicht hin. Weil kein Dotz. Oh nein, er fährt. Nein. War doch klar. Er steht dann eine halbe Stunde dort. Ja. Na dann, gib mal einen TS. Sound resumed. Microphone activated. Ich hab gesagt, er soll losfahren. Okay.
Revenant, oh nee. Ja, wenigstens von der Versicherung was zurückbekommen. Ja, ein bisschen. Das war jetzt sehr schwer, finde ich, in der Schule. Wir machen bitte nichts Großes mehr. Ja, vor allem haben wir gar nicht mehr auf die Aufnahme geachtet, oder? Die lief da jetzt mit. Ja, die lief mit. Boah, 35 Minuten Folge, wow. Das ist krass. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Eine halbe Stunde? Danke, danke. Tschüss.